MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Wie gestern schon angesprochen, City Guard Driving mit dem Mazda Familia mit manuellen Schaltgetriebe. Verkehr machen wir mal 10%. Ja, Normalverkehr. Wenig Fußgänger, würde ich sagen. Und es ist heiter bis schön. So wie es sein sollte. Immer am besten. Jeden Tag. Immer schön. So, und wie angesprochen, wollte ich jetzt mal gucken, wegen dem Rennen hier. Ah ne, das wollte ich nächste Woche machen. Entschuldigung. Mich vertan. Der sieht cool aus. Design ist cool. Hat was. Machen wir mal an. Natürlich. Vielleicht hört er sich ja so an. Mann. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie viel Power der hat. Auf jeden Fall geht er bis etwas nach 7000 Umdrehungen. Nicht ganz 180, glaube ich. Aber einen coolen Drift kann man mit dem Auto hinlegen. Huch. So, dann gucken wir doch mal, wie viel km/h er schafft. Hier kann man super testen. Boah, wenn der Wagen steht, hat er gar keine Servo. Was ist das denn? Was ist mit dem los? Das ist aber komisch. Vollgas. Das Ganze wird jetzt erschwert dadurch, dass wir in den Gegenverkehr fahren. Ich muss sagen, ich habe mir mehr erhofft von diesem Wagen. Vor allen Dingen, weil er so sportlich aussieht. Wir haben bergab die 180 tatsächlich erreicht. Aber zum Driften eignet sich der Wagen enorm. Der Wagen macht Spaß. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Schön um die Kurven damit driften, das ist geil. Ja, der Mazda steht definitiv dafür, fürs Driften. Vielleicht schaffen wir auf der Autobahn mehr als 180. Okay, geradeaus schaffen wir auch 180, ohne Probleme. Aber die Leistung ist irgendwie nicht da. Entweder kommt mir das nur so vor. Ich will die ganze Zeit im Rückwärtsgang wie mein Auto schalten. Das ist natürlich verkehrt.
Schade, dass hier die Straße einfach aufhört. Das ist echt komisch. Geht's in die Richtung Autobahn? Ich wollte mal gucken, was der Wagen drauf hat. Aha, hier geht's dahin. Geht's. Ich habe schon gesehen, im dritten Gang erreicht der Wagen ohne Probleme 150 km/h. So, jetzt kommt es drauf an. Was ist da noch an Power hinter? 180. Ja, ein bisschen ist noch da. 190. 94. Das riecht nach einem Test ohne Verkehr. Zack, zack, zack. In, machen wir Farbe schwarz. Start an der Autobahn. Und zwar müssen wir jetzt drehen. So viel weiß ich noch von letztes Mal. Weil da sind wir ja verkehrt rumgefahren und sind direkt im modernen Viertel angekommen. Nicht Sinn der Sache. So, ab geht's. Okay, nicht im vierten Gang. Da geht's überhaupt nicht ab. Los geht's. Ich bin wirklich gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt. So, 150 haben wir schon mal. Schon wieder verkehrt? Tatsache. Leck mich am Arsch. Ich musste gar nicht drehen. So war das. Ich sollte nicht drehen. Dann ist man richtig. Jetzt habe ich es aber. Vor allen Dingen ist es sehr ungewohnt. Rechtslenker zu fahren. So, vierter Gang. Der Wagen beschleunigt weiterhin super. So, 190 gleich. Komm, 200 schaffen wir. 200. 201. Aber ich glaube, die 201 km/h werden mit so viel Mühe gepresst. Ich glaube, das war's. Ja, 201 km/h sind mit diesem Wagen möglich. Es wäre wahrscheinlich mehr möglich mit ein bisschen PS. Aber so, 201 km/h, ist vollkommen okay für so einen Wagen. Reicht ja. So, jetzt geht's ab. Und jump. Nein, nee, ist noch nicht. Dafür sind wir definitiv noch zu langsam. Nee, das war hier erst. Schöner Sprung. 195 in die Kurve. Die Kurve geht. Geht sogar sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Wow. Und hier sieht man auch wieder, wenn die Autobahn mal frei ist im Spiel, dann kann man auch solche Fahrten machen. So, Motor ist warm.
Wahnsinn, aber da kommt ordentlich was raus. An Geschwindigkeit meine ich jetzt. Der Wagen ist echt nicht verkehrt. Also, wenn man Spaß haben will, City Car Driving ist das auf jeden Fall was. Vor allen Dingen, wenn man sich sagt, so, ich möchte jetzt hier einfach mal eine Kurve machen. Also zum Driften ist der Wagen auf jeden Fall geeignet, wenn man es ein bisschen drauf hat im City Car. Also mir gefällt der Wagen, muss ich zugeben. Ach ja. Kann man da drüber springen? Nein, ne? Nein, schade. Ah, man kommt doch da drauf. Hätte ich gar nicht gedacht. Schade. Dafür ist man nicht schnell genug. Da würde man zu viel Geschwindigkeit verlieren. Und das würde nicht so gut funktionieren. Aber echt cool finden würde, wäre immer noch eine Tankstelle, die funktioniert. Schön hier durch die City Cruise, wenn kein Verkehr ist. Das ist auch geil. Wo wir sind. An der besten Currywurstbude bestimmt. Wo ist sie? Da ist sie. Im Dach, ich hätte hier eine Currywurst. Geben's mal her. 3,50? Ne, ist mir zu teuer. Tschüss. Was kosten bei euch eigentlich so durchschnittlich die Döner? Also bei uns ist es der günstigste. Der günstigste Döner, den ich jemals gesehen habe, hier war 2,50. Ich schätze mal, der Durchschnitt ist so 3 Euro. Würde ich jetzt mal sagen. Aber man weiß ja nie, ne? Sehr geil. So, den Wagen zu driften. Ist sowas von kinderleicht. Guckt euch das mal an. Das kann ich selbst. Ah, auf den Stick. Ah, schade. Gehört uns nicht. So Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht dann schon Donnerstag. Ich bin mir noch nicht sicher. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen. Der Wagen war cool, der gefällt mir. Und Tschüssikowski, macht's gut.